Herzlich willkommen beim heutigen Let's Test vom Science-Fiction-Shooter Blacklight Tribution. Nachdem wir im Game angekommen sind, haben wir ein schönes Menü. Quick Join, Play Your Game, Customage, Spezial Offers, Mission, Settings und Exit Game. Ist natürlich klar, wir haben nochmal ein paar coole Produkte angezeigt, die gerade so im Angebot sind. Für ein oder das andere gerade mal billig. Und hier seht ihr auch schon 300. Denkt man sich, ja, kann man sich für permanent kaufen? Nein, permanent kostet es. Kann man einmal sich von Echtgeld kaufen und einmal von der Ingame-Währung. Und das finde ich ziemlich gut, somit bleibt es fair. Wir haben jetzt hier einmal Play Game, dazu kommen wir dann. Zu gehen Customage, da können wir unsere Figur anpassen und haben hier jetzt das Menü, die Waffe, daneben der Skin für die Waffe. Dann haben wir hier Sachen, die wir ausrüsten können, zum Beispiel einen Schalldämpfer oder dann nochmal genauer den Lauf, wie er sein soll. Dann das Scope, also wodurch wir blicken. Dann haben wir noch Magazine, Ammo, welche Munition wir benutzen. Ob wir hinten was Besseres haben zum Anvisieren. Dasselbe aber auch wieder für die Pistole. Hier, Pistole, also für unsere. Einmal für unsere Primär und einmal für unsere Sekundär haben wir das. Und hier können wir auch wieder alles anpassen. So, gucken wir uns mal das Ausrüstungsmenü an. Hier können wir unseren Lauf, also vorne unsere Spitze, genauer bestimmen, was wir drauf haben wollen, ob ein Schalldämpfer eine höhere Durchschlagskraft haben soll. Außerdem können wir hier nochmal genauer den Lauf nochmal genauer bestimmen. Können zum Beispiel, sagen wir mal, wir packen jetzt hier so einen AK-Lauf drauf. Somit haben wir eine höhere Damage Rate, die seht ihr auch hier, aber eine nicht so hohe Präzision. Wenn wir uns das Gemüse genauer anschauen, finden wir einen fünften Slot und den können wir natürlich auch noch freikaufen und natürlich für permanent. Wir haben natürlich beide Währungen zur Auswahl, einmal GP und einmal die. Auf Spezialist Offer gehen, können wir auch nochmal Waffen kaufen für GP und unsere Währung von Echtgeld. Wenn wir auf Customize gehen, sehen wir dieselben Waffen nochmal unter den Waffen. Wir finden es einmal bei Pistolen wieder und einmal so. Bei den Missionen sehen wir unseren Fortschritt, so gesagt die Mission, die wir erledigen bekommen, dafür natürlich GP und können somit schneller aufsteigen und uns auch neue coole Waffen leisten. Wenn wir auf Quick Join gehen, joinen wir sofort ein Match und können jederzeit ein Spiel beitreten. Wir gehen auf Play Game und finden hier jetzt eine Auswahl. Server Browser, Shores Playlist, Private Matches, Practice. Unter Serverbrowser finden wir die Spiele, die wir bisher eingestellt haben. Wenn wir einen Filter einstellen, können wir natürlich genauer filtern, was wir haben wollen, was wie das Match sein soll. Und das sehen wir dann. Schauen wir uns doch einmal die Playlist an. Oder unser Privatmatch. Im Privatmatch können wir bestimmen, wer mit uns spielen soll und wer nicht. Wir können einmal Online-Modus auswählen, also dass Online-Spieler mit uns mitspielen können. Aber auch wir können alle Einzelheiten weiter bestimmen. Wir können natürlich einen 4-4, 16-16 machen oder auch ein 1-1. Unter Shorts Playlist finden wir jetzt so gesagt ein paar Spielmodis, da können wir jederzeit joinen und sie natürlich spielen. Practice ist unser Story-Mode. Hier können wir natürlich Bots bestimmen, den Spielmodus und können natürlich so unser Shooter-Gedächtnis verbessern. Tutorial, hier können wir unsere Waffen austesten, können verschiedene Waffen testen und das dürfte eigentlich soweit das Wichtigste sein für den Anfang. Zack, los go. Oh, er hat mir in die Beine geschossen. Dieser. Auf den Maps finden wir sogenannte Depot-Selector.
In diesen können wir für unsere Punkte, die wir uns erspielt haben, durch Kills, durch Assist, können wir uns Kill-Serien freischalten. So gesagt können wir uns heilen, wir können ein Rocket Launcher, wir können ein Flammenwerfer oder ein Titan uns holen und mit diesen dann noch mehr Kills zu erreichen. Das Game von Infects World sticht mit seinen Science-Fiction-Shooter-haftigen Spielestyle hervor. Das Spiel wird selber als FPS und MORPG beworben. Meine Meinung zu diesem Spiel ist, es ist ein Spiel für zwischendurch, kurze kleine Maps sind gegeben, geben ein das optimale Spielverhalten. Wenn man nicht lange Zeit hat, ist es gerade perfekt, so ein kleines Spiel zu haben, was man nicht gleich kaufen muss und man hat sehr viel Menge Spaß, aber auch auf lange Dauer kann das ziemlich viel Spaß machen und ist immer wieder ein Reiz zum Spielen. Ich kann an dieser Stelle nur sagen, das Spiel gefällt mir und ich würde es auch weiter spielen, auch in der Zukunft. Ich habe es mir deswegen auch wieder runtergeladen und wollte es euch auch deswegen zeigen. Und andererseits kann ich nur noch sagen, ich freue mich auf jeden Fall darauf, dass es dieses Game gab. Ciao Leute, bis zum nächsten Mal. Haut rein!